Es war einmal ein junger Mann namens Zero, der als Gott der Lehre bekannt war. Er hatte die Fähigkeit, Menschen zu ermutigen und ihnen Wissen zu vermitteln. Doch Zero sehnte sich nach einem normalen Leben, fernab von seiner göttlichen Verantwortung. Um seinen Wunsch zu erfüllen, tarnte sich Zero als normaler junger Mann und fand eine Stelle in einem kleinen Büro. Dort arbeitete er Tag für Tag, ohne dass jemand seine wahre Identität erkannte. Er trug einfache Kleidung und bemühte sich, unauffällig zu sein. Eines Tages wurde Zero gebeten, an einem Elternabend in der Schule seines Sohnes teilzunehmen. Obwohl er wusste, dass seine Familie nur eine Täuschung war, hatte er eine gewisse Zuneigung zu ihnen entwickelt. Seine Frau hieß Anna und sein Sohn Tim. Sie waren eine liebevolle Familie, und Zero genoss die Zeit, die er mit ihnen verbrachte. Als Zero die Schule betrat, spürte er eine seltsame Energie. Er bemerkte, dass einige der Lehrer und Schüler in einer Art Trance waren, als ob sie von etwas Besonderem angezogen wurden. Neugierig folgte Zero dem Gefühl und gelangte schließlich in den Keller der Schule. Dort fand er eine geheime Kammer, in der ein uraltes Buch auf einem Podest lag. Das Buch strahlte eine mysteriöse Aura aus, und Zero spürte, dass es eine Verbindung zu seiner göttlichen Macht hatte. Vorsichtig öffnete er das Buch und begann darin zu lesen. Plötzlich wurde er von einer unsichtbaren Kraft erfasst und in eine andere Dimension gezogen. Dort traf er auf eine Gruppe von Gestalten, die sich als Götter der Finsternis entpuppten. Sie hatten das Buch gestohlen, um ihre Macht zu stärken und die Menschen zu manipulieren. Zero erkannte, dass er als Gott der Lehre auserwählt war, um das Buch zurückzuerobern und die Menschen vor den dunklen Göttern zu beschützen. Mit neuer Entschlossenheit und der Kraft seines Glaubens kehrte er in die reale Welt zurück. In einem dramatischen Showdown gelang es Zero, die Götter der Finsternis zu besiegen und das Buch der Lehre zurückzuholen. Die Trance, in der die Schüler und Lehrer gefangen waren, wurde aufgehoben, und sie kehrten zu ihrem normalen Leben zurück. Zero entschied sich, seine Tarnung aufzugeben und seine wahre Identität als Gott der Lehre zu offenbaren. Er erklärte den Menschen, dass er gekommen war, um ihnen beizubringen, wie sie ihre eigenen Stärken entdecken und ihr volles Potenzial entfalten können. Die Menschen waren erstaunt und dankbar für die Lehren, die Zero ihnen gab. Sie erkannten, dass sie selbst die Macht hatten, ihr Schicksal zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen. Zero wurde von nun an als Held verehrt und setzte seine Mission fort, den Menschen zu helfen, ihr Wissen zu erweitern und ihre Ziele zu erreichen. Und so lebte Zero fortan als Gott der Lehre, stets bereit, den Menschen beizustehen und ihnen den Weg zu zeigen. Seine Zeit als normaler junger Mann und seine falsche Familie waren zwar vorbei, aber die Erinnerungen daran würden ihn immer begleiten und ihn daran erinnern, dass auch Götter menschliche Sehnsüchte haben können.